Moin Moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht's mit dem Projekt der EXC500. Ich habe richtig Bock, beziehungsweise für die Parts, wo ich war... Emsel, was machst du da für Lärm? Emsel ist auch wieder am Start hier. Mein Nachbar hier, der hier an der Diversion arbeitet. Schon geiler als an der KTM, ne? Nicht. Wir werden heute versuchen, den Kühler anzubauen. Den Lenker und dann, je nachdem wie weit wir kommen, kommen wir auf der anderen Seite rum. Hier den Heckrahmen und dann schon Teile der Elektronik einzubauen. Weil Elektronik ist das, wovor ich hier am meisten Angst habe. Dass ich nicht weiß, wo was hier reinkommt. Hier sind überall Kabel. Da brauche ich auf jeden Fall Hilfe, aber zum Glück habe ich ja Emsel parat, der das alles kann und drauf hat. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Kühler. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Ich habe hier schon mal die Schellen an die Schläuche gemacht. Und das muss jetzt, glaube ich, so einfach hier ran. Kommt da nicht hinter die? Das ist mir, das, also ich verstehe das jetzt schon nicht. Die kommen hier rein und das da rein. Oh, geil! Besser als gedacht. Guck mal hier. Ging das hier rein. Jetzt haben wir quasi die Teile hier, Schrauben, die da festkommen und dann haben wir den Kühler an einer Seite schon gemacht. Jetzt unten das gleiche, dann haben wir diese Seite schon fertig. Wir müssen nur noch die Kabel dann richtig machen. Aber das kommt in den Kabelbaum wahrscheinlich, oder Emsel? Bitte was? Die Kabel hier. Die kommen nicht hier in den Motor, oder? An die Kummerkabelbaum. Ja. Dass du die Steuerung für den Lüfter behalten kannst. Ja, sehr geil. Seite 1 fest. Ja, so sieht das nämlich gut aus. Sehr gut, wir kommen Step für Step weiter. Es wird ein richtiges Motorrad hier. Ich freue mich, ich finde das geil. Ich habe auch schon richtig viel hieran selber gemacht. Und man lernt einfach auch total viel über das eigene Motorrad. Das ist echt ziemlich geil und auch voll interessant. Jetzt kommt entweder Lenker oder Elektronik, aber eigentlich können wir den Lenker schon mal festmachen. Ich stelle mich mal hier rauf am besten. Ist auch geil, wir haben hier eine Hebebühne. Man kann eigentlich echt die immer hoch und runter fahren und ich versuche mich immer zu bücken oder auf die Bühne raufzustellen oder so, weil ich das immer wieder vergesse. Sehr geil, jetzt fängt es langsam an wie ein Motorrad auszusehen. Step by step, weil ich ja andere Griffe habe. Wie kriege ich die ab? Hier vom Gasgriff muss ich nur runterkratzen, ne? Oder so. Links ist es ganz gut gelöst. Ja, genau. Und den kann ich einfach abdrehen. Drin und den musst du dann da abnehmen. Denn wir bauen neue Griffe auch heute an den Lenker. Heute wird es nämlich richtig schick wieder. Ich habe hier wieder von StockX Supreme Griffe gekauft. Das wird passen. Ach, das sieht einfach geil aus. Da freue ich mich. Aber hier ist es halt ein bisschen doof gelöst. Hier ist es halt auf dem Gasgriff draufgeklebt. Das heißt, man muss sie irgendwie hier erstmal runterkriegen. Aber wir bauen jetzt erstmal alles ab hier, weil ich habe auch noch Spiegel, die ich hier dran bauen will. Und zwar habe ich mir das so überlegt. Ich habe hier eigentlich Lenker-Endenspiegel. Die kommen eigentlich, wie der Name schon sagt, ans Ende hier, also quasi hier. Aber da wir sowieso alles abbauen, kann ich den weiterführen und quasi hier hinhängen. Und habe dann damit sozusagen auch direkt eine Schelle, was ziemlich geil ist. Genau. Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal das ganze Zeug hier ab, schneiden die Griffe ab, machen die Spiegel drauf und die Griffe wieder dran und dann sehen wir uns wieder, weil das ist ja alles nicht so spannend. Dann zeige ich euch, wie das Ergebnis hier vom Lenker ist. So, kleine Planänderung. Wir wollten eigentlich nur den Lenker machen. Haben jetzt doch schon weiter angefangen, kommen wir mit auf der Seite hier. Wir haben den ganzen Heckrahmen schon festgemacht, haben schon mit der Elektronik angefangen, haben den Kühler festgemacht, die Spiegel und so weiter. Hier kann man das sehen, hier haben wir schon den Supreme-Griff draufgeklebt. Sieht richtig geil aus, finde ich. Passt einfach hier zu dem Rot, ne? Das ist alles noch lose, noch nicht fest, gerade auch wegen der Spiegel. Das mache ich dann ganz am Schluss, die Position einstellen. Aber ich finde, das mit den Spiegeln sieht so richtig geil aus, weil man jetzt halt keine komische Schelle braucht. Und die kann man halt noch so verstellen, sodass man dann später entweder nach links oder nach rechts, oben, unten, so wie es halt dann am besten passt. Wir wollten eigentlich den Gasgriff machen, haben dann aber gemerkt, dass wir nicht so richtig wissen, welches jetzt links oder rechts in dieses Teil hier gehört. Also welches links und rechts hier dran zieht. Und deswegen dachten wir, bauen wir erstmal den
Luftfilterkasten und so weiter ran, weil auf der Seite kommt ja das hier rein und dann kann man viel besser erkennen, wie rum das jetzt gehört. Das heißt, wir können damit jetzt gleich weitermachen. Haben jetzt die Schwinge festgezogen, den Motor festgezogen, versuchen jetzt die Kabellage fertig zu machen und eigentlich, wenn wir hier die Zündspule gleich noch festgemacht haben, haben wir gar nicht mehr so viel. Das heißt, wir machen Elektronik fertig, Lenker fertig und dann kommt nur noch Auspuff, Tank und Dekor. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir haben noch 2 Stunden Zeit. Wir geben unser Bestes und gucken, wie weit wir kommen. Aber ich finde, wir haben jetzt schon, jetzt sieht es schon richtig nach Motorrad aus, oder? Wird schon, wird schon. Also, wir machen jetzt nochmal einen Step weiter. Und ja, dann hoffen wir, dass wir so weit wie möglich heute kommen. Bis gleich. So, wir sind jetzt auch weitergekommen als gedacht. Hier vorne ist noch ein bisschen Kabellage, da müssen wir noch die Blinker machen. Ich habe noch gar keine Blinker bestellt, das muss ich unbedingt noch machen. Dann kommt natürlich auch die Lichtmaske und so weiter. Der Tank kommt hier noch drauf. Wir haben aber jetzt den Kühler, wir haben hier die Elektronik, alles verkabelt soweit hier hinten. Fehlt auch nur noch Licht, Bremslichtschalter, die Batterie muss noch angemacht werden. Und das ist für den Tank, das heißt Tank kommt drauf, hier kommt ja quasi das Heckteil dran, das gehört ja schon zum Dekor, das machen wir dann nächstes Mal. Aber ich dachte nicht, dass wir es so weit schaffen. Du kannst mal rumkommen von der anderen Seite, das sieht jetzt echt ziemlich geil schon aus. Ich habe mir jetzt nochmal ein anderes Kettenrad bestellt, damit wir eine andere Übersetzung fahren können. Ritzel bleibt gleich, eine neue Kette, sodass wenn die Felgen da sind, wir die Reifen draufziehen können, die neue Kette, damit das schon mal so steht. Aber ich finde, es sieht richtig nice aus. Gerade der Lenkerbereich ist echt schön geworden, die Supreme-Griffe sehen geil aus, die Spiegel sehen geil aus, das muss ich natürlich alles noch genau einstellen. Wir haben jetzt hier nochmal den schon mal aktualisiert, damit wir hier den Blinker haben, der ist ja normalerweise nicht dran. Und ja, sonst sind wir eigentlich schon recht weit. Ich finde, es sieht mega, mega schön aus. Ich freue mich, weil das Schwerste haben wir jetzt auf jeden Fall geschafft. Und ich finde hier, dafür, dass ich das mit der Dose selbst lackiert habe, ist es gar nicht so schlecht geworden. Man sieht natürlich hier so kleine Nasen, die hier reingelaufen sind. Aber wenn dann hier noch das Heck drüber ist und das Dekor und so weiter, dann sieht man das, also die Plastics, dann sieht man das nicht so. Ja. Ich finde es richtig geil. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein Motorrad hier stehen. Ich kann das Ding ja mal runterfahren von der Bühne. Wir sind nämlich jetzt fertig. Ich wollte gerade vom Gefühl her die Bremse drücken. Ist einfach keine da. Das heißt, ich darf jetzt nicht zu schnell runterfahren. Ich knallt mir das Ding da hinten rein, weil es eine Bremse da. So, wir stehen hier wieder vor einem... Oh, der Reifen ist natürlich ein bisschen weit vorne in der Schwinge, deswegen schleift er hier an dem Spritzschutz. Sieht richtig geil aus, oder? Ich finde es richtig schön geworden. Jetzt kommt auch der Rahmen endlich mal richtig zur Geltung. Also es wird richtig klasse aussehen hier vorne auch. Ich freue mich richtig, es ist mega geil, dass das Projekt jetzt so weit schon fortgeschritten ist. Es fehlt nicht mehr viel. Ich glaube, nächstes Mal würde dann der Rest kommen. Dann ist das Bike quasi fertig. Und dann kommen nur noch mal Felgen und Bremssystem. Noch ein paar Extras, ein bisschen Bling-Bling-Parts, Carbon-Parts. Ja, und dann war's das. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Däumchen, das wäre ein Träumchen. Wir waschen uns jetzt die Hände, fahren nach Hause. Wir sind nämlich seit 9 Uhr, glaube ich, hier. Wir haben jetzt 4 Uhr nachmittags und müssen jetzt fahren, weil Ennis, der hinter der Kamera steht und filmt, muss jetzt noch zur Arbeit. So, shit happens, bro. Ich kenne das Feeling, früher auch als Barkeeper gearbeitet. Aber ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Wir sehen uns übermorgen im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, peace und haut rein in die Landratten.